Hallo Freunde der gepflegten Zockerkultur und zwar herzlich willkommen bei meinem ersten Video. Ich spiele heute Transport Fever und habe schon mal die Map geladen, damit es nicht so lange dauert. Mir ist was ganz Blödes passiert. Ich hatte schon zwei, drei Aufnahmen gemacht. Leider war mir dann meine Festplatte irgendwie zu klein und irgendwie beim Ummodeln habe ich dann die Spielstände gelöscht. Das heißt, ich muss neu anfangen. Super. Klasse. Egal. Fangen wir neu an. So, was haben wir hier? Hier haben wir relativ gut. Was mir hier gefällt, ist, dass man hier so zwei, drei Städtchen hat, um diese Lebensmittelfabrik rum, die von den beiden Farmen hier quasi versorgt wird. Das fällt mir ganz gut und ich glaube, ich nehme das auch, weil es wie gesagt drei, sind sogar vier Städte, also unmittelbarer Nähe vier Städte und das ist halt natürlich mega. Da kann man schön hier mal auch noch mal eine Lebensmittelfabrik, das ist ja super, 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 super. Da brauche ich ja da nicht mal, da kann ich dann von da hier rüber das versorgen, das versorgen und die beiden Städte quasi von der versorgen. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich fange einfach mit der jetzt hier an, oder? Nehmen wir doch die andere. Was haben wir hier? Geithain 217, viel lang hat 262. Ist ein bisschen größer. Aber ist auch ein bisschen ein Stückchen weiter weg. Ah, ich nehme jetzt Geithain. Ah, das ist, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen näher dran. Das kann man ganz gut machen. Das ist super. So, jetzt gehen wir erstmal auf die Draufsicht. Jetzt schauen wir uns das mal an. So. Wo setzen wir denn hier die... Also ich muss dazu sagen, ich spiele komplett ohne Mods. Das heißt, ich habe kein... nichts drin. Also kein No-Cost, kein Zeitverringerer, keine Extra-Waren. Also ich spiele wirklich mit dem ursprünglichen Spiel von Urban Games. So, was wollte ich jetzt? Genau, jetzt haben wir hier eine Haltestelle gesetzt, wo die LKWs quasi das abladen können. Jetzt brauchen wir noch, nehmen wir eine kleine Straße, 120, 40. Okay, dann nehmen wir die. Jetzt mal hier rüber. So, das ein bisschen abkürzen. Zu dieser. Boah, nicht möglich. Ah, das ist wieder mit den Texturen. Das sieht man, wenn man so weit raus. Straße weg. Straße da. Interessant, interessant. Jetzt mal hier durchs kleine Wäldchen durch, wobei wir hier die Hälfte vom Wald jetzt abbeißen. Entschuldigung, ich gehe extra in kleinen Schritten, weil ich festgestellt habe, dass das günstiger ist, als wenn man gleich das Große zieht. Und ich nehme jetzt auch hier die Landstraße, weil die halt einfach schneller ist. So. Genau, dann setzen wir mal den. Dann brauchen wir einen LKW-Hof. Ich nehme mal gleich den größten, weil das ist im. Wir haben jetzt hier 11.000 und der kleine wäre 9.000. Das ist nicht so. Fällt nicht so sehr ins Gewicht. Genau, dann sitzt man da einen. Und man hat halt den Vorteil, man braucht später nicht mehr ausbauen. So, dann setzen wir den zweiten bei der Fabrik. Machen wir das am besten gleich so, dass die gleich geradeaus reinfahren können, wenn sie ihre Frachten abliefern. So, wie gesagt, da unten haben wir die Bauhaltestelle. Dann braucht man noch ein Depot. Ich setze immer gern hier oben ein Depot, weil es ist eigentlich im Endeffekt wurscht. Auf die 13.000 kommt es jetzt auch nicht an. Und da oben hin, genau. So. Jetzt schauen wir uns. Jetzt machen wir erstmal eine neue Linie und zwar startet die Linie einmal hier, geht hier rüber und hier.
Ich überlege, ob ich hier noch eine Abkürzung baue, weil das ist dann schon doch schon ein Stückchen. Ach, wobei ist mir jetzt egal. So, was haben wir da? Da haben wir Lebensmittel Guide Hein. Habe ich das richtig geschrieben? Ja. Das sollte man immer machen. Das finde ich ganz cool, weil man dann immer die Linien sehr gut auseinanderhalten kann. Ja. So. Nein, oder? Ach, das ist ja blöd. Jetzt habe ich da einen Trambahnhof gebaut. Tramdepot gebaut. Naja. Wurscht, wir haben es ja. So, Straßenfahrzeug brauche ich da. Jetzt. Güter. Nehmen wir natürlich DMG Cannstatt. Wahrscheinlich der heimliche Vorreiter von dem Mercedes-Benz. Schauen wir mal. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann hat es nämlich kleine schöne Route, eine schöne Zeit. Was haben wir denn hier? 106 Sekunden. Ja, da können wir noch ein paar kaufen. Machen wir mal erstmal wieder Play. So, da kaufen wir noch 3. Kosten ja nix. Einmal 5. Okay, Lebensmittelgeldheim. So. Jetzt da. Was haben wir jetzt? 71 Sekunden. Jawohl. Machen wir den anderen. Hallo. Genau. Hallo. Fahrt ihr jetzt als erstes hin? Die fahren jetzt als erstes in die Stadt. Okay, das sollten sie zwar jetzt nicht. Dann wollen wir einmal wenden. Einmal wenden, bitte. Einmal wenden. Einmal wenden. Einmal wenden. Ich hoffe, ich mache das richtig jetzt. Nicht, dass die jetzt erstmal wieder dahin fahren und dann da wieder zurück. Die sollen... Ah, ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Wo fahrt ihr hin? Ich hab's befürchtet, ja. Gut, dann lassen wir das jetzt so, egal. Dann haben die, sind die wenigstens ein bisschen auseinander. So, den Kollegen hier, jetzt machen wir mal schnell Pause, weil ich will mal schnell schauen, ob sich hier ein Kopfbahnhof lohnen würde oder ein normaler Bahnhof. Da hinten haben wir noch 3, 4 Städte, tät sie eigentlich einen Durchgangsbahnhof lohnen. Vielleicht mache ich dann Wackersberg hinten ein. Aber hier würde ich jetzt in der Tat sagen, einen Durchgangsbahnhof, glaube ich, das bessere Mittel. Okay. So, dann helfen wir den Jungs mal hier. Ja, Stück vor. Wir bauen uns jetzt unseren schönen Bahnhofsvorplatz. Gefällt mir. Ja, passt. Passt soweit. So. Genau, dann kommt als allererstes erstmal der große Trambahnhof. So nah wie möglich. So. Kann er da hinten noch alles mit? So. Dass die ein bisschen weiterfahren. Depot, vielleicht kriegen wir hier beide noch hin. Das war ja super. Ohne das Haus abzureißen. Ne, geht nicht. Gut, dann kommen die hier hin. Hier hinten wollte ich nämlich jetzt gleich das Depot hinbauen. Falsche Taste.
So. Können wir nämlich hier kleine Schiene rausführen. Vielleicht sogar da durch. Das wäre mega. Das wäre mega, wenn ich jetzt hier die Schiene. Was denn jetzt hier? Jetzt. Ne, das geht natürlich nicht. Freunde der Nacht. Was ich jetzt nicht bedacht habe. Wie bauen wir den Bahnhof? Das habe ich nicht bedacht. Okay, dann bauen wir erstmal den Bahnhof und dann schauen wir mal, wie wir das alles andere machen. Genau, ein normaler Bahnhof. Mal 5 Gleise. So, und jetzt ist genau das Problem, was ich nicht bedacht habe. Wie kommen wir jetzt da raus? Das können wir höchstens so machen. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Nee. Okay. Fehlinvestition. So. Okay, dann. Wie machen wir es dann am schlauesten? Die Straße müssen wir auch nochmal wegnehmen. So. Können wir hier schon mal die Gleise rausführen. So, 1. Zwei. Kommen schon die ersten LKWs. Hoffentlich mit Ladung. 0. Christian Schmidt fährt gut gelaunt durch seine Stadt. Umbau nicht möglich. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. So. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir das Depot, was ich am Anfang gleich verkackt habe, gleich mal hier hin. So, dann können wir da vielleicht mit einem Bogen hier einen schönen Bogen. Gehen wir gerade weiter. So. Eine kleine X-Weiche. Was von der einen Seite nicht geht, geht von der anderen Seite meist auch nicht. Naja, dann machen wir das hier vorne. Jetzt oder was? Nee. Dann machen wir es halt so. Dann kommen hier gleich ein Signal. Brauchen wir eigentlich noch gar nicht, aber ich setze es trotzdem gerne schon mal hin. So. Genau, dann haben wir das. So, dann wollen wir euch gleich mal hier mit einem schönen Bahnhof. So. Dann machen wir es halt anders. So, und dann. Gut.
bisschen Industrie oder was auch immer ansiedeln. So. Genau. Einzig Blöde, was jetzt ist, und dazu würde ich wirklich gern ein Haus wegreißen. Das. Weil ich mag halt wirklich gern hier in diesem. Naja, zwei. Rundum Anbindung, dass man hier quasi hier schön und dann hier wieder zurück. So. So, wieder ein Haus wegreißen. Oh, der Bagger kommt. Oh, das funktioniert wieder nicht. Egal, weg ist es. Ich hätte keinen Hahn mehr danach. Aber jetzt ist gut mit Häuser wegreißen. Ich schwör. So. So, dann haben wir das. Nochmal hier noch zusammen. Dann können die noch da ein bisschen bauen. Na, das. Na, da will ich nicht entfernen. Wie gesagt, ich mache keine. Entferne keine Häuser mehr. So. So, jetzt würde ich sagen, ich baue noch die Buslinie. Also ich baue die erste Buslinie hier. Und ich sage, dann bauen wir die erste Haltestelle. Zug und nicht Zug, weil wir wollen das. Da. Erstmal eins. Zwei. Was haben wir? Tram, okay. Zwei. Drei. Das hänge ich viel zu nah, gell? Also ich würde das schon fast so belassen, weil das schaut relativ gut aus von der Abdeckung. Vielleicht später, oder wenn man da noch eine hin, ist ja egal. Dann könnt ihr sich da auch noch mal ein bisschen, weil die bauen nämlich gleich, wenn es losgeht. So, da. Passagiere, was haben wir denn da? Ein Landauer? Ist man da 20 km/h? Lebensdauer 30, aber der geht bis 1942. Ich würde sogar fast den nehmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So, machen wir gleich 10. Völlig wurscht. Das wird uns später unser Kontostand sagen, ob es völlig wurscht ist oder nicht. Da, 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 das ist ja unser LKW. Da, 6, 7, 8, 9, 10. So, Linie, dann haben wir Bus, Guide, ein Bus, Linie, Guide, ein. So, dann haben wir da unten die Schwören schon aus, das ist schön. Na, und ich würde jetzt einfach eine Runde durchs Städtchen fahren mit euch, mit der neuen Buslinie und so, jetzt fahren wir eine Runde mit. Schön an den Depots vorbei. Da ist das erste Café. Wird dann mit, schön mit Lebensmitteln. Restaurant gibt es auch schon. Und schön durch die Allee durch. Hallo. Servus. So, ich glaube, jetzt biegen wir ab. Genau. So, und dann fahren wir dann hier nochmal ins Grüne ein bisschen. Wird ja später dann eh alles zugebaut sein. Also jetzt kann man mal den schönen Ausblick noch genießen. Die Städte wachsen und wachsen ja. Jetzt, genau, jetzt fahren wir die Straße hier noch hoch. Was haben wir jetzt? Ein Hänger. So. Wie gesagt, das wird alles dann noch später zugebaut sein. Sobald Bushaltestellen oder sowas sind, dann kommen auch die Leute. Anhalten, jawohl, ist noch keiner da. Wir fahren weiter. So, schön die Laternen. So. Hier, das muss ich. Oh, die Straße muss ich noch upgraden. Das sollte natürlich nicht sein, dass der Stadtbus über eine Landstraße fährt.
Schön. Servus. Ja. Servus. Ich finde das total schön gemacht. Schön detailliert. Hier die Dame. Hallo. Hallo, Zwillingsschwester. Vorgarten. Und da hinten sieht man schon zwei Baukräne. Das heißt, die Stadt wächst. So, ja. Haben wir schon Stimmen. Das heißt, es wird immer voller. Das Leben beginnt. Wir. Na, danke schön. So. Ist doch schon ganz schön lang die Fahrt. Fahren schon fast 2 Minuten. Das Wohnviertel durch. Die Häuser sind sehr gut gemacht. Ich finde es auch, die passen so richtig zur. Ne, wobei, nee, nicht ganz. Die passen nicht zur Jahreszahl. Also 1900 solche sind schon relativ modernere. Und da gab es, glaube ich, auch noch keine Plastikstühle um 1900. Aber gut, das sind Details, die sind jetzt eher uninteressant. So, hier nochmal schönen Ausblick. Wie gesagt, das wird alles zu sein. Irgendwann, vielleicht geht ja auch noch eine Bahnlinie durch. Schauen wir mal, wie wir das da bauen. Und wieder rein ins Wohngebiet. Hallo. Anhalten. So, da fängt schon die Industrie an. Und dann schauen wir mal, ob wir dann gleich wieder auf dem Weg zum Bahnhof sind. So, und wer hält an? Ah, wir haben Vorfahrt, danke. Ja, dann lassen wir noch rüber. Ja, bitte. So, hier sind sie auch wieder fleißig. Wird schon das nächste gebaut. Zack, und es ist da. So, könnte sich der BER nochmal eine ganz schöne Scheibe abschneiden davon. Ein Baukran, da, erledigt. So, da haben wir unseren der Depot. Unser Depot. Und dann fahren wir zum Bahnhof zurück. Oder noch eine Haltestelle? Ach, wir haben noch eine Haltestelle. Aber da sehe ich den Bahnhof schon. Ja, ist doch schon eine längere Fahrt. Hätte ich nicht gedacht. Da kommt der fleißige LKW. Schön. Schön, schön. Schön, schön, schön. Genau, da haben wir so schön Bahnhofsvorplatz, der, wie gesagt, jetzt noch nicht großartig bebaut ist, aber warten wir nochmal 20 Jahre und dann geht da was. Wenn die ersten Passagiere dann fahren und die ersten aus der anderen Stadt kommen. So, jetzt fahren wir hier wieder rein. Genau, und damit würde ich sagen, beenden wir das für heute. Also, bis demnächst.